Mit den Wauzis hat man es nicht immer einfach. Warum können sie nicht einfach wie Katzen aufs Klo gehen? Wäre doch viel einfacher. Diesen Wegrichtung. Jo. Dann den Weg zu 50 hoch. Da muss ich ran. Ah, hier sind schon die ersten. Alles klar. Eine Zwielicht-Todesmaus. Mhm. Okay. Ja. Ich brauche noch mehr Todesmaus. Da ist noch einer. Dann brauche ich noch einer. Da. Okay, sie spawnen recht schnell. Will ich den Großmaul erobern? Irrlichter. Irrlichter gefunden. Unteren Pfade. Ach, da hinten dann. So ganz unten. Ich auch 4 Stück von. Okay. Ich glaube, in Zukunft brauchen wir für alles 4 Stück, oder? Ah, ne. 2. Aber für fast alles. Weit habe ich es eigentlich bei dem Bahn. Ah, okay. Mit dem Druiden habe ich schon weiter geschafft. Mit dem Bestiarium. Timeless. Brauche ein Orobon. Orobon hier. Wäre natürlich nett, wenn wir hier irgendwo die 50 noch herkriegen. Kann ich direkt dahin und die letzte Quest abholen. Ah, ne, okay. Gehörte dazu.
Östliches. Gehen mal Richtung Nordwald. Stolzbach. Die Richtung. Ist eine einzelne? Ja, wäre eine einzelne. Da ist er. Da muss ich nicht nur mehrere Viecher zu töten. Also nur. Sag mal. Nur weil da so ein Kackbaum vor war. Hybrid was? Hat sich deine Maus verabschiedet? Verstehe ich das richtig? Was möchtest du sagen? Das war nur nicht zu ändern. Ich habe Enter gedrückt, obwohl ich noch nicht fertig war. Okay. Okay, ja gut. Ich verstehe. Böse Enter-Taste. Jetzt müssen wir einmal nach Quartas. Meine Maus war sie selbstständig und hat einfach mal ATM vorbestellt. Ups. Yeah, gut. Warum nicht, ne? Dies ist bei mir nicht drin. Ein Spiel kann ich mir dieses Jahr vorbestellen. Das kostet Gott sei Dank nur. Was heißt nur? Durch einen Gutschein nur noch 34 irgendwas. In der Hoffnung, dass ich ihn rechtzeitig einlöse. Ich mal gucken. So. An der Stelle der Vorsehung, Drachenkopf, Weißenfels. In der Vorsehung, Weißenfels, okay. Nur 60. Ja, gut. Kein Geld für. Kein Geld für.
Wie ich immer so schön sage, ich bin froh, wenn ich meine Rechnung zahlen kann. Ja, einfach haben. Ja, gut. Geht mir bei Final Fantasy ja ähnlich. Nur, dass ich in Zukunft die neuesten Final Fantasy Teile nicht mehr spielen werden kann. Darf. Weil ich die Plattformen dafür nicht besitze. Ergo, bald keine neuen Final Fantasy mehr für mich. Es sei denn, sie kommen irgendwann mal auf PC. In 2-3 Jahren später. Ich habe das schwarze Schäfchen zu töten. Aber die 50 sollten wir gleich schaffen. So, jetzt PS4 sein. Dann brauche ich mir dann so für PS5. Die PS5 werde ich mir wahrscheinlich dann holen, wenn die PS7 rauskommt. So traurig, wie es klingt. Weil es wahrscheinlich erst dann preiswert ist. Wahrscheinlich wird es erst dann was. Ich habe meine Hoffnung aufgegeben. Dann werden sie verfügbar sein. Na, verfügbar sind sie ja teilweise mittlerweile. Aber sie sind einfach schweineteuer. Bei mir geht es halt einfach nur um den Preis. Ich kann mir die halt einfach nicht leisten. Die sind mir schon teuer. So viel Geld habe ich nicht. Dass ich mal sagen kann, okay, komm. Gönn ich mir. Ja, da warte ich mal ein paar Jahre. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Jahre gewartet, dann kann ich noch ein paar dranhängen. Also so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ich muss wieder zurück, ne? Ja. Ich hoffe, es war jetzt richtig. Wenn nicht, dann kugel ich mich gleich in die Ecke. Auf jeden Fall würde ich mir die auch nicht holen. Die meisten Games gibt es auch für PC. Ja, das Problem bei Final Fantasy wird sein, zum Beispiel Part 2 vom Remake von Final Fantasy 7 gibt es erstmal in den nächsten Jahren nur für PS5. Nur. Ist auch so angekündigt. Gibt es keine Version für PS4 und nichts anderes. Nur PS5. Erst einmal. Das heißt, ich darf dann wahrscheinlich, wie alle anderen jetzt, 3 Jahre warten, um das spielen zu können. Was für mich verdammt schwierig ist. Mit Crisis Core kommt, glaube ich, sogar noch auf die 4. 16 weiß ich gerade gar nicht, ob das auch für die 4, noch für die 4 kommt. Aber, ja. Nee. Meine Eltern und Großeltern wissen eh nicht, was sie mir schenken sollen. Du willst eh nur Geld. Dann kann man das auch gleich zur PS5 machen. Wünschen brauche ich mir nichts. Das mit dem Geschenke wünschen habe ich aufgegeben, seit ich 10 bin. Wenn ich mir was wünsche, das kriege ich sowieso nicht. Ich kriege dann tatsächlich immer so Wollsocken oder sowas. Ich glaube, ich habe sogar einmal ein Buch aufgeschrieben. Das habe ich bis heute nicht gekriegt. Bei meiner Mutter hatte ich jahrelang auf dem Wunschzettel Final Fantasy 9. Ja, das habe ich mir dann irgendwann selbst gekauft. Also, nee. Ich kaufe mir die Sachen lieber selbst. Ja, nicht. Ich wünsche mir Weltfrieden. Ich wünsche mir einfach Gesundheit. So ist das Einfachste. Können sie mir ja auch nicht geben, aber trotzdem. Wenn man mich fragt, was wünschst du dir? Gesundheit.
Was soll ich darauf antworten? Das krieg das fällt. Ist halt so. Gesundheit ist ja wie so. Ah. Wie gesagt, von meiner Großmutter kriege ich entweder Unterhosen oder Socken. Oder Duschgel. Ganz beliebt Duschgel. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mittlerweile einen zweiten Laden aufmachen an Duschgel. Ich weiß nicht, wie viel ich davon besitze. So viel kann ich in meinem Leben nicht duschen. Dafür müsste ich jeden Tag dreimal mich unter die Dusche stellen. Um das alles aufzubrauchen, was ich über die Jahre geschenkt gekriegt habe. Ohne Witz, ich habe dann tatsächlich irgendwann einfach mal Sachen weiter verschenkt, weil. So viel braucht man nicht. Jedes Jahr das Gleiche. Und das nicht nur Weihnachten. Nein, das gibt's dann zu Ostern und das gibt's dann auch zum Geburtstag. Ich habe meine Großmutter irgendwann auch gefragt, sag mal, stink ich? Ja, so, nee, ich meine das nur gut, das kann man doch immer gebrauchen. Ich so, Oma, so viel brauche ich aber nicht. Ich kaufe mir ja zwischendurch ja sogar selber noch was. Wobei, bei meiner Oma kann ich auch sagen, gib mir einfach was von deinem leckeren Braten und dann bin ich auch glücklich. Das akzeptiert sie mittlerweile. Sagt sie mittlerweile, okay. Gut. Dann kriegst du dafür was zu essen mit. Ja, schön. So wie... Doch, ich hab mir vorhin eine Tube, also so eine ganze Packung Kohlrabi aufgetaut. Für morgen. Oder ist noch am Auftauen. Oh, ich liebe es, wenn sie Kohlrabi macht. Es gibt nichts Besseres. Mit ihrem selbstgemachten leckeren Kohlrabi. Da kann ich mich direkt reinlegen. So. Genug geschwärmt vom Essen. Sehr gegrüßt, Daria. Ich wünschte, ich hätte erfreuliche Kunde für dich. Doch es ist uns leider nicht gelungen, einen Weg zu finden, die Robe zu präparieren. Tja. Gib mir deine! Wir haben uns die Köpfe zerbrochen und zahlreiche Versuche unternommen, doch keiner brachte das gewünschte Ergebnis. Ohne Atovas Kräfte, so scheint es, ist unser Unterfangen zum Scheitern verurteilt. Es ist, als ob der Wald selbst sich gegen uns verschworen hätte. Was sollen wir jetzt bloß tun? Gute Frage, Nächste. Jedenfalls nicht in Sorge erstarren, liebe Schwester. Dazu ist die Lage viel zu ernst. Und was schlägst du stattdessen vor? Spürst du es nicht auch? Der Groll des Wächterbaums hat ein Ausmaß erreicht, das sein Hass jeden Moment zu explodieren droht. Schon sickert er durch die Wurzeln ins Erdreich und breitet sich auch in den letzten Winkeln des Finsterwaldes aus. Dann müssen wir sofort den Besänftigungsritus initiieren. Aber nein, das ist ja noch die präparierte Gewandung für Aldaria nicht möglich. Ja. Wir haben keine Wahl, als auf die Eignung von Aldaria zu vertrauen, Schwester. Der Ritus darf nicht länger aufgeschoben werden. Woher dieser Sinneswandel, Arun? Warst du es nicht, der noch vor kurzem den Ritus für eine Aufgabe hielt, der einzig wir Pajal uns annehmen durften? Oh Gott, ich kann schon nicht mal lesen. Das ist richtig, doch der beherzte Einsatz von Aldaria im Ostwald hat mich eines Besseren belehrt. Aldaria steht einem Pajal in den Künsten der Weißmagie in nichts nach. Ich glaube fest daran, dass uns mit ihrer Hilfe Erfolg beschieden ist. Sein wird. Es liegt viel Weisheit in deinen Worten, mein Bruder. Wohlan, lass uns nach immer Schatten einen Gebieter des Wächterbombs besänftigen, damit im Wald der Einkehr endlich wieder Frieden herrscht. Okay. Wir porten. Tiefer Wald. Oh, ich hasse die Aufgabe, die jetzt kommt. Wird scheiße. Okay.
Nichts weiter rangekommen. Okay. Und da lang. Und wir sind gleich da. Schön. Eine der schlimmsten Aufgaben, die gleich auf mich wartet. Ich will nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich einfach beim ersten Mal sterbe und dann die leichte Version davon nehme. Oh, ich habe da jetzt schon keinen Nerv drauf. Verbrennen sind gefangen, ja, sozusagen. Wobei er eher ein, ich verstehe nicht, wieso ich einen verblödeten Baum heilen muss. Der mehr Schaden kriegt, als ich ihn heilen kann. Unsere Kräfte richten nichts aus, erhören uns nicht, denn selbst die Gebieter nicht mehr. Hallo Iron. Na, alles gut bei dir? Wir dürfen nicht aufgeben. Wenn wir versagen, ist der Wald dem Untergang geweiht. Aber sieh doch, Schwester, der Gebieter hat die Bäume des Waldes gerufen. Autsch. Wehe uns. So können wir unseren Geist nicht auf den Ritus fokussieren. Adaria, bring dich in Sicherheit. Renn um dein Leben. Nö. No. Will ich nicht. Will ich aber nicht. Wildfang gehört verschrecktes Starren zu den Künsten eines Weißmagiers. Haben sich die Zeiten so sehr geändert? Kopfschmerzen des Todes, deswegen leider kein Cthulhu Pen and Paper heute. No. Es tut mir leid, dann ruh dich aus. Der Ritus tritt gerade in die wichtigste Phase. Strengt euch gefälligst an. Das ist doch nicht einfach Toverschand. Aber wie ist das möglich? Ihr seid doch längst tot. Für Erklärungen ist es keine Zeit, Arun. Raya-O, Aldaria, richtet eure heilende Energie auf den Wächterbaum. Halt den Baum und mit ihm das wunde Herz des erzürnten Gebieters. Vorher müssen wir nur kurz unsere ungebetenen Gäste ausladen. Ja, ich wäre es, wenn das einfach ginge. Aber ich habe eine gute Stunde geschlafen, noch länger und ich bekomme noch mehr Kopfschmerzen. Oh. Ist aber nicht gut.
Oh, was will man machen? Kuchen weitermachen. Geht auch wieder weg. Ja gut, das stimmt, aber doof ist es ja trotzdem. Dann drücke ich dir zumindest die Daumen, dass es schnell besser wird. Alter, jetzt lasst mich doch mal. Mach's bald. Ja, haben wir. Wunderbar. Das ist unsere Chance. Richtet eure Heilzauber auf den Wächterbaum. Ist der Gebieter besänftigt? Maybe. Ist er weg ganz den Anschein? Ihr habt euch wacker geschlagen, meine Freunde. Großer Atova, wie ist dies möglich? Ihr lebt. Nein, was ihr seht, ist lediglich ein Schatten meiner selbst, den ich mit den Kräften von Eldaria noch einmal im Diesseits manifestieren konnte. Ein kleines Wunder, wenn ihr so wollt. Ein Wunder? Vielleicht wurde meine innige Bitte letztlich doch vom Urkristall erhört. Mein Tod in Lanosphere war unabwendbar, doch das Wissen darum, keinem Nachfolger bestimmt zu haben, lässt es schwer auf meinem Herzen. Meine Bitten und mein Flehen barg ich in meinem Jobkristall, in der Hoffnung, dass eines Tages ein geeigneter Kandidat zu ihm finden würde. Und mein Wunsch ward Wirklichkeit, als Eldaria den Kristall entgegennahm. Rein ist dein Herz, Eldaria, und stark dein Geist. Du hast bewiesen, dass jemand der Weißmagie würdig sein kann, und ein Pajal zu sein. Ach. Was habt ihr, Atova? Das letzte bisschen meiner Kraft, das noch im Jobkristall schlummert, ist bald aufgebraucht. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, Eldaria, doch es war erfüllend, an deiner Seite einer so vortrefflichen Weißmagierin wie dir zu wirken. Das gilt auch für euch, meine tapferen Pajal. Und tschüss. Bei euch sind sowohl der Finsterwald als auch die Weißmagie in guten Händen. Er ist von uns gegangen. Lebe wohl, Atovasand. Deine innigen Gebete und dem Mut von Eldaria haben wir es zu verdanken, dass der Finsterwald und wir alle Rettung gefunden haben. Ich glaube, mit seinem Herz ist Atova immer in seiner Heimat geblieben, auch als er außerhalb des Waldes durch Eorzea streifte. Warum sonst hätte er ausgerechnet hier auf einen Nachfolger gewartet? Das wird dir erst jetzt bewusst, Bruder. Ich habe es von Anfang an gespürt. Wie konnte ich mir anmaßen, dich belehren zu wollen, oh allwissender Rayao? Ich verstehe, dass du den Pfad eines Pajai aufrechten Ganges und mit stolz geweihter Brust beschreiten möchtest. Und dein Pflichtgefühl ehrt dich, mein Bruder. Doch trage immer im Herzen, dass es auch Pajai wie Atovasan gegeben hat, die ihren eigenen Weg gingen. Es gibt kein richtig und falsch, wenn ein Weißmagier mit dem Ziel vor Augen handelt, der Welt und ihren Bewohnern Gutes zu tun.
Aber genug der vielen Worte. Unser Werk ist verbracht. Der Gebieter des Wächterbaums hat seinen Frieden gefunden. Werde nach Camp Seelenruh zurückkehren und die vergangenen Ereignisse Revue passieren lassen. Es gibt noch vieles, das ich lernen kann. Ja, wir beenden jetzt auch den Weißmarkt hier. Mist. Room Reborn mäßig. Oh Gott. Ob ich müde bin? Ob ich einfach nur müde bin? Ich habe eindeutig zu wenig geschlafen die Nacht. 3 Stunden sind nicht viel. Ein Fakt ist, ich lege mich nach dem Stream definitiv hin. Muss nur gucken, was ich dann gucke. Und meine Hamburger natürlich essen. Unsere Reise war lang und voller Überraschungen, nicht wahr, Idaria? Wer hätte das bei unserem ersten Treffen erwartet? Es war eine bereichernde Erfahrung an deiner Seite, diese große Herausforderung zu meistern. Ich werde unser gemeinsames Abenteuer bis an mein Lebensende im Herzen tragen. Und ich bin mir sicher, dass so auch der erhabene Atovasand so fühlt. Denn sieh nur, das letzte Kleidungsstück. Bevor er entschwand, hatte er es noch mit seinen Kräften beseelt. Ein Zeichen des Dankes an dich, das steht außer Frage. Nimm es entgegen, niemandem außer dir steht es zu. Und auch ich möchte dir ein Geschenk machen. Große Weißmagierin Aldaria. Als einer der 3 Staatsseher möchte ich, Raya Osenna, dich hiermit in Anerkennung deiner großen Verdienste in eines der bestgehütetsten Geheimnisse unserer Kunst einweisen. Die Benediktion. Nutze diese Gabe weise und tu Gutes mit ihr, auf dass die Welt durch dich ihr Heil erfahren möge. Ach, höre mich einer reden. Ich klinge fast wie ein staubiges altes Buch. Zum Totlachen, nicht wahr? Manchmal frage ich mich, wie meine große Schwester das immer durchhält, ohne eine Miene zu verziehen. Nun, wie auch immer, du bist jetzt zweifelsohne einer der unseren. Nutze die dir geschenkte Gabe im Sinne der Gebieter. Und lass deine Magie die Kranken und Schwachen heilen. Möge Norfika alle Zeit über dich wachen. Ja. Mal. Oh, ich hab's geschafft. Das Schlimmste ist, jetzt starten wir mit dem Pignier. Und ich mag die Story, also zumindest die Anfangsstory nicht so. Ich glaube, ab der 30er Quest mag ich die Story vom Dragoon. Benediktion. Bei Benediktion kann ich auch einfach da reinpacken. Darf ich nur nicht drauf kommen? Mal gucken. Gut. Kleriker. Yay! Nächste Klasse, ready. Gut, die Waffen muss ich dann natürlich noch machen. Aber das geht ja so nicht. Kann ich jetzt leider noch nicht machen. Oh, die ist toll. 50-50. Jo, Pignia. Redania. Gut, dass das Leveln so schnell geht. Okay, so Pigmiergeräte. Da.
Ach ja. Gott. Sei gegrüßt, Abenteurerin. Ich heiße dich hier in der Gilde der Pikeniere herzlich willkommen. Die Gilde der Pikeniere ist der richtige Ort für all jene, die den stilvollen und effektiven Umgang mit Stangenwaffen perfektionieren wollen. Wenn das dein Wunsch ist, bist du hier gut aufgehoben. Möchtest du Mitglied der Pikenier-Gilde werden? Mhm. Wohlan, dann will ich dir mal eine kleine Einführung geben. Speere und Spieße sind nicht nur Kriegswerkzeuge, sondern werden auch für die Jagd verwendet. Da diese in unserem Waldreich seit jeher eine wichtige Rolle spielt, ist Credania ein fruchtbarer Boden, auf dem die Kunst im Umgang mit Stangenwaffen prächtig gedeiht. Das Klageregiment genießt den ehrenvollen Ruf, die besten Pikeniere weit und breit in seinen Reihen zu vereinen. Weshalb heißblütige Jünglinge aus allen Himmelsrichtungen hierher kommen, um sich mit den Besten der Besten zu messen. Mhm. Viele von ihnen lassen sich hier nieder und machen Credania zu einem Schmelzziegel, in dem die Kampfkünste der Pikeniere aus allen Teilen Eosias eine fruchtbare Verbindung eingehen. Ein Malmstein in der Entwicklung unserer Zunft war die Gründung der Pikenier-Gilde vor ungefähr 100 Jahren durch Mystal, den damaligen Kommandanten des Klageregiments. Er nahm Credania und Fremde ohne Vorbehalte in die Gilde auf. Dieser Tradition bleiben wir bis heute treu. Soweit fürs Erste. Ich hoffe, dass du nun eine Vorstellung davon hast, was dich hier erwartet. Wenn du den Weg der Pikeniere beschreiten möchtest, bist du in unserer Gilde herzlich willkommen. Lass es dir in Ruhe durch den Kopf gehen und melde dich bei mir, wenn du dich zum Eintreten entschließen solltest. Du möchtest der Gilde der Pikeniere beitreten, nicht wahr? Ja. Na also, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Dann will ich dir unseren Gildenmeister Yvain vorstellen. Er wird über deinen Aufnahmeantrag entscheiden. Am besten trägst du ihm deinen Wunsch persönlich vor. Du findest ihn in der Übungshalle. Willkommen, Fremde. Möchtest du unserer Gilde beitreten? Du scheinst bereits einige Kampftechniken erlernt zu haben, doch das bedeutet noch lange nicht, dass du auch als Pikenierin taugst. Deshalb will ich dir zunächst einmal erklären, was dich bei uns erwartet. Wir Pikeniere sind auf den Angriff fokussiert und verstehen uns darauf, Gegner in die Enge zu treiben und ihre Verteidigung mit gezielten Stößen zu durchbrechen. Ein geübter Kämpfer vermag mit seiner Pike wahren Wirbelsturm zu entfachen, indem er eine Technik an die andere reiht, sodass die Schläge, Stöße und Finden fließend ineinander übergehen. Um solche schnellen Manöver zu ermöglichen, bevorzugen wir leichte Rüstung aus Leder und Kette, die unsere Beweglichkeit kaum einschränken. Das unterstreicht unsere Fokussierung auf den Angriff. Unser Kampfstil erfordert Kraft, einen klaren Geist und felsenfeste Entschlossenheit. Es kommt darauf an, im entscheidenden Augenblick ohne Zögern zuzustoßen und den Feind bis aufs Mark zu durchbohren. Grundsätzlich sind Stangenwaffen wegen ihrer langen Reichweite leicht einzusetzen. Deswegen bilden Speerträger in vielen Armeen Eosias auch die Kerntruppen. Leider mangelt es den meisten von ihnen an der nötigen Ausbildung. Ein Speer macht aus einem Bauern eben noch keinen Soldaten. Wenn es wirklich brenzlig wird, lässt er seine Waffe fallen und nimmt die Beine in die Hand. Um wahre Meisterschaft zu erreichen, bedarf es Mumm in den Knochen. Deshalb ist der wichtigste Bestandteil unserer Ausbildung, den Mut im Kampf zu stehlen. Hasenfüße haben bei uns nichts verloren und ich achte persönlich darauf, dass sich kein faules Ei in unserem Kopf verirrt. Also, was ist mit dir? Hast du das Zeug dazu, ein Pikenierin in unserer Gilde zu werden? Joop. Hervorragend, ich freue mich über deine Entscheidung und heiße dich in unserer Gilde willkommen. Merke dir meinen Namen, Gildenmeister Yvain. Ich bin von nun an für deine Ausbildung zuständig. Als Begrüßungsgeschenk erhältst du von mir diesen Speer. Er ist bereits etwas verschissen, doch er ist robust mit einer scharfen Spitze bestückt. Trage ihn mit Stolz. Na los, probier mal, wie er sich in deinen Händen anfühlt. Wenn du ihn angelegt hast, bist du schon eine halbwegs ordentliche Pikenierin. Sprich mich dann nochmal an. Ich werde dir eine erste Aufgabe stellen. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Werde du so zentmüde. Yay, ich hab nichts anzuziehen. Hm.
Ja. Oh, dein Speer scheint dir gut in der Hand zu liegen. Es steht dir prächtig. Sicher juckt es dich schon in den Fingern, ihn auszuprobieren. Und dafür will ich dir ohne Umschweife eine Gelegenheit bieten. Vor den Toren der Stadt haben sich Baumhörnchen, Marienkäfer und Forstfunke bereit gemacht. Grundsätzlich sind sie ja nützliche Tiere, doch aufgrund fehlender Fressfeinde haben sie sich zu einer Plage entwickelt. Deshalb lautet dein Auftrag, erledige hier 3 Exemplare dieser Plagegeister. Dabei kannst du dich ohne allzu große Gefahr an die Kampfweise mit dem Speer gewöhnen. Yay. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg und das kann weg. So, was fehlte denn hier eigentlich noch? 2 Dinger bis zum nächsten, ne? Dann will ich mal gucken, was die Nachschubslieferungen sind. Und jetzt habe ich die nächste Klasse. Habe ich auch bald eine neue Klasse, mit der ich nicht laufen kann. Stroh und Schneegöttin. Stroh und Schneegöttin, Stroh und Schneegöttin, Stroh und Schneegöttin. Stroh und Schneegöttin. Thank you.